So, wie es der Zufall so will, war hier noch der Speicherpunkt aktiv. Das heißt, der. Okay, da ist auch noch eine Truhe, die wir noch nicht gemacht haben. Aber wir müssen sowieso noch dahin, oder? Ja. Okay, dann ist ja alles klar. Ich werde jetzt nochmal den anderen Talisman. Ich hatte jetzt zum Rumreiten den blutlosen Talisman. Na, warte mal, hier müssen wir hin. Blutlosen Talisman drin. Um vielleicht einen Blutlosen zu finden, der ja auch. Ne, hatte ich gar nicht. Mist. Wollte ich eigentlich. Um die zu sehen, aber jetzt habe ich es gar nicht gemacht. Okay, wir sind jetzt ein Level höher. Oder zwei, ich weiß gar nicht, mit was für einem Level wir hier waren. Das war, glaube ich, deutlich krasser. Wir haben Tränke, wir haben alles. Wir haben den Skill dann ja einmal ausprobiert, aber mal gucken. Wie das jetzt hier wird, das war beim letzten Mal ziemlich schrecklich. Aber wenn wir jetzt so viel stärker sind, dann wird das vielleicht was. Hä, kann ich die nicht anvisieren? Warum nicht? Hallo? Oh, da sind wir nochmal. Mal gucken, ob sie es diesmal machen. Und ob hier alles kaputt ist, weil wir, uns über einen Teleporterpunkt hier. Ja. Und die hauen schon wieder genauso gut rein, ne? Aber die halten diesmal nicht mehr so viel aus. Zack. Nicht genug Zorn. Okay. Okay, da brauchen wir mehr Zorn. Einmal einen Heiltrank nehmen. Oh Mann, das ist ja fiese Sache hier. Ah, stimmt, warte mal. Hinrichten. Aber. Auch nochmal. Stufenaufstieg. Haha. Da gibt es auch die Heilung. Natürlich machen wir jetzt auch noch mehr Schaden als davor. Oh. Zack, warte mal, hier können wir nochmal hinrichten. Yep. Zack, nicht genug Zorn. Oh, wir sind auch schon wieder, oh Mann, voll mit Reaper-Energie. Das ist ja auch gut. Also das ist ja wesentlich einfacher als davor. Okay. Zwar ein bisschen schlecht. So. Gucken. Bam. Jetzt kommen die Großen. So. Der steht noch im Feuer. Eieiei, okay. Boah, jetzt. Okay, ja. Ich nehme nochmal einen Trank hier. Ich glaube, das Problem war, dass nach dieser Gruppe nochmal eine kam. Mit so einem Riesen. Das muss ich eigentlich nicht nochmal haben. So, warte mal. Oh, hinrichten. Ahem. So, ich muss mal dran denken, wir haben das auf L1 Dreieck. Na krass, ne? War das schon so krasser? Und dann. Oh Mann. Warte mal, warte mal. Das muss ich mal kurz gucken, was mir der Skill jetzt eigentlich noch bringt. Ob der mich auch unverwundbar macht irgendwie oder nur die Stärke. Todbeirdische Kraft wird für eine kurze Weile verstärkt. Erhöht die Stärke um 30, während die Fähigkeit aktiv ist. Stärke ist um 40 erhöht. Okay, nur Stärke erhöht. Stimmt, wir haben Level aufgemacht. Jawohl, okay. Was, das war's schon? Dann war das ja beim einen Mal richtig knapp. Da sind wir, glaube ich, auch gegen die letzten gestorben. Okay. Okay, also. Kein Problem. Wir haben doch ein paar Tränke gebraucht. Das war doch ein Problem. Aber wir sind durch. Das war ja die Schwierigkeit. Jetzt haben wir den 90. Ich weiß. Deswegen habe ich den noch nie geskillt, weil ich keine Ahnung habe, wann ich den benutzen soll. Und wenn der nur so kurz hält. Keine Ahnung, aber vielleicht ist es ja dann auch so krass, dass man damit so viel Schaden macht, dass die 8 Sekunden locker reichen für alles, was man so tut. Ah. Zack, und hier auch nochmal.
Bam. So, warte mal. Hier war ich doch aber vorher auch schon mal, ne? Genau, und da drüben... Warte mal. Achso, müssen wir jetzt hier hinfahren mit dem? Und dann können wir die Kiste da holen, weil wir jetzt hier den irgendwo connecten können. Ja, können wir. Yep. Das weiß ich aber gar nicht. Ach so. Oh, hier will ich dann aber auch nochmal rein. Okay. So, wir können auch... So, da müssen wir sowieso lang. Oh, das war gerade woanders. Huch. Wo kommt man denn da hin? Da dachte ich eigentlich, wäre die Kiste, aber... Ist gar nicht. Kann man von hier irgendwo klettern, dass es was bringt? Da sieht es eher nicht so aus. Ah, von da... Ah. Ja, mal gucken. Nee, von da sieht es auch nicht so aus. Aber mal gucken. Pass auf, der... Will ja gar nicht aufsteigen. So. Aber jeder mal rumfühlt. Leicht von hier, aber eigentlich eher auch nicht, oder? Ja, aber mal gucken. So, und wir haben die Reaper die Reaper-Gestalt hier gekriegt, ohne... Jetzt sind wir auf der Seite hier. Waren wir hier? Hier waren wir doch auch schon mal, ne? Ja, hier ist ja dieser Raum, wo wir diese Sachen getan haben. Ja, denn klar waren wir schon. Stimmt, wir sind ja darüber gekommen. Wir mussten nur den Wächter irgendwie nach hier kriegen. Jetzt ist die Frage, wie wir da hinkommen. Ist hier eine Ebene drüber? Ja, aber nicht da. Okay. Dann gehen wir jetzt einfach mal über die Kette und dann mal gucken, ob man da doch irgendwo klettern kann. Ansonsten finde ich das schon ein bisschen komisch, weil man kommt hier auch nirgendwo hoch. Nee, da ist auch nichts. Und hier ist ja auch nichts zum Klettern, ne? Also ich habe jetzt wieder so ein... Nee, Mist. Wollte eigentlich die Kette dran behalten. Zurück. Dass man wieder so ein Holzbalken übersieht, aber das sieht jetzt auch nicht so aus. Okay. So. Hier kommt man auch nicht hoch. Ist natürlich eine schlechte Sache. Was bringt einem aber diese Seite, wenn man da gar nicht weiterkommt? Hat die was? Da kommt man auf dem Rückweg da irgendwie lang, aber wahrscheinlich auch nicht. Ha. Da kommt man durch, ja. Okay, ich suche jetzt nochmal rum. Ich gehe nochmal andersrum mit dem. Das will ich jetzt wissen. Nicht sehen wir uns gleich hier wieder vor der Tür wieder. Halt! Da! Jawohl. So, das war ja denn ein Trick. War es doch nicht so geheim. Hey, so. Es müsste jetzt hier auch krassere Sachen geben, weil wir ja... Kann er nicht. Nehmen wir den Trank, dann können wir... Servus. So, da... Oh Mann, stimmt, da sieht es ja aus wie der Bossraum. Da bin ich mal gespannt jetzt, was da für einer kommt. Ich meine, wir haben voll die Reaper-Energie, wir haben den richtigen Talisman auch an. Wir haben einen neuen Skill, den, wo ich noch keine Ahnung habe, wie krass der ist. Oder sinnvoll. Ich glaube, die... Oh, das doch, das war gut. Die Erweiterungen für den sind ziemlich gut. Unmöglich. Okay, einen konnte ich nehmen, aber dann war es das leider. Ne, warte mal, können wir das nicht mitnehmen? Jetzt, hä? Haben wir doch alle mitgenommen? Warte mal. Ging das nach unten? Ja, keine Ahnung. Wie das jetzt funktioniert hat? So, ja, da, warte mal, können wir vorher speichern? Dann haben wir das nämlich alles, dass wir alles voll haben.
Da gibt es kein Zeug mehr. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir gegen den denn überhaupt Inferno-Schaden benutzen können. Das macht ja wahrscheinlich gar keinen Sinn. Ach, das ist so einer. Ach, komm, ey. Okay. Oh, warte mal. Der, wieso kassiert denn der so krass? Ich mach das jetzt mal an. Man schubst den damit ein bisschen zurück, das ist ja verrückt. Okay, jetzt kriegt er gar keinen Schaden. Gorn ist, was? Gorn ist gar nicht unzerstörbar. Okay. Boah, okay. Ah, nee, ich bin nochmal weggekommen. Aber wunderbar, das war auch gut. Stimmt, das haben wir noch gar nicht ausprobiert. Ach, jetzt macht er die Faxen gleichzeitig. Okay. Okay. Als ob, okay, ich nehme mir doch einen Trank hier. Zack, jetzt braucht er doch mehr Zorn. Ja. Okay. Also, ich glaube, das macht schon ordentlich mehr Schaden, ne? Okay, hinrichten geht. Ja. Okay, das war jetzt nicht so beeindruckend wie der Raum davor, ne? Eine Waffe mit unglaublicher Macht, die schon vor Äonen in Vergessenheit geraten ist. Sie gehörte einst einem uralten Leichenfürsten, dessen Herrschaft der Eroberung mittlerweile zu Asche verfallen ist. Wurde in die Gräber unterhalb der Totenebene eingesperrt und sollte niemals wieder auferstehen. Die einzige Überreste seiner Geschichte sind mit Runen in die Klinge dieser Waffe eingraviert. Maximus Keule. Die Narbe ist geschafft, ja wunderbar. So, da können wir natürlich nicht durch. Dann müssen wir jetzt zur Schamanin zurück, um der Bescheid zu sagen. Warte mal, kommen wir hier gar nicht raus. Dann können wir der Bescheid sagen, dass wir das hier geschafft haben. Mal gucken, was die dazu sagt. Jetzt wollte ich erstmal noch angucken, was die Maximus. Ist sie auch wieder verflucht? Nee, was nackst? Doch, die ist auch wieder verflucht, ja cool. Level 17, aber die war. Ja, die war auch Level 17 von der Smash. Kann die. Die kann auch nichts. Die kann gar nichts. Kann die gar nichts. Ist die aber viel mächtiger als alles andere, was ich bisher gesehen habe? So, warte mal. Ist die schon voll? Nee. Einen kann er noch. So, was hatten die bis jetzt? Verteidigung, Inferno-Schaden, kritischen Schaden, Widerstand. Stärke am besten nochmal dazu, ne? Besessene Armklingen. Achso. Nochmal, einfach so. Okay, Inferno-Schaden, nee. Verteidigung auch nicht. Kritischer Schaden, ich brauch Stärke. Oh, was kann das hier? Sind halt Erfahrungen? Nee, ja, schade, haben wir gar nicht. Okay, dann kann ich auch die erstmal füttern hier. Mit Sachen, die man auch so braucht. Verteidigung zum Beispiel. Oh, Gesundheit ist auch drauf. Nee, das mache ich mir erstmal dann nicht. Bei dem anderen muss ich mal gucken. Bei dem Talisman, ob der vielleicht besser ist. Wo kommt denn jetzt Kraft her? Das hätte ich doch vorher extra gesucht. Mist. Na gut, was ist das? Das Ding auch noch, den haben wir. Ja, Inferno schon auch nochmal drauf. Hier auch nochmal. Zack, sind wir voll.
Gesundheit ist wahrscheinlich gut, ne? So, jetzt, na gut, jetzt haben wir nichts mehr. Was sagt der Talisman hier? Mehr Verteidigung? Achso, der hat keine Verteidigung, der andere. Magie geht hoch, Gesundheit geht hoch, Erfahrung geht hoch. Gesundheit beim Exekutieren? Ist auf kritischen Schaden. 15% Magie ist, aber das ist viel besser, oder? Gucken, können wir die opfern und dann ist es richtig gut? Was kann die denn so? Gar nichts. Chance auf kritischen Schaden, Magie geht hoch. Chance auf kritischen Schaden. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. So, dann jetzt zur Schamanin. So, hier ist er. Mal gucken, was ihm jetzt krasses gibt. Hoffentlich irgendwas wirklich Gutes. Etwas bedrückt dich. Ja. Der hier. Was war die größere Sünde? Ein Monster zu erschaffen? Oder dich zu schicken, um es zu töten? Tja. Wie auch immer, es ist beendet. Dann hat Gorns Albtraum endlich ein Ende gefunden. Ich kann noch den Funken des Lebens in ihm brennen sehen. Er verwandelt ihn zu Asche. Möge der Stein uns vergeben, Reiter. Mir selbst kann ich nicht vergeben. Fähigkeitenpunkte halten noch ein. EP und krass. Gold war jetzt nicht so wichtig, aber wir haben ja von dem Level auf, das habe ich gerade gesehen, auch noch einen. Also wir können jetzt noch zwei vergeben. Krass. Das ist. Ja, das war schon gut. So, was bringt es hier? Stärke um. Ach, um 40 geht's denn hoch. Okay, hier können wir, während unerfahrensam aktiv ist, die Wahrscheinlichkeit für einen kritischen Treffer größer. 10%. Nehmen wir einmal. Dann haben wir hier bei jedem Angriff einen zweiten Treffer zu landen, während unerfahrensam aktiv ist. Okay, 5% nur, aber das ist trotzdem gut, ne? Hier gibt kritische Angriffe, wo sonst zusätzlich Schaden, während unerfahrensam aktiv ist. Mehr Schaden? Ne, wir machen das hier. Was ist. Da müssen wir auch. Dauer von unerfahrensam. Oh. Ja. Machen wir das hier mit dem Doppelangriff. Das 10%, das ist schon gut, ne? Okay, dann haben wir das jetzt auch erledigt. Das haben wir. Das können wir hier noch andere Aufgaben haben. Aber hier gibt es auch eine Feuerprobe. Aber das ist bestimmt die eine andere. Denn. So von wegen Level 2. Warte mal, stimmt. Aufgaben. Stimmt, wir müssen dem Thane Bescheid sagen, dass wir. Achida gemacht haben. Stöcke und Steine verloren, Relikte. Alles von Ostegurt. Die Blutlosen ist natürlich, die Gnome sind, keine Ahnung, wo die sind. Und der abgesetzte König. Stimmt. Den können wir auch noch machen, bevor wir da weitermachen. Das werde ich mal versuchen, dass wir den noch. Gucken wir uns den als nächstes an. Was ist der denn? Keine Ahnung, der war ja vorher auch richtig gut. Guck mal, ob er jetzt vielleicht nicht mehr so viel zu bieten hat. Nachdem ich so stark geworden bin? Achidna wird dir keine Sorgen mehr bereiten. Ah, ich wünschte nur, ich wäre dort gewesen, um sie leiden zu sehen. Nur wenige können die Finsternis durchqueren und unversehrt wieder daraus hervorkommen. Ja. Der heilt doch überhaupt nicht. Ne, wir sind jetzt so lange schon unterwegs gewesen. Ja, da gab's. Okay, da gab's nur EP für. Das ist ja auch ein bisschen schwächlich. So, das war's für heute mit Darksiders. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.